Ich denke, wir finden leicht Zugang zu diesen Bildern, weil eben Menschen drauf sind, die uns ansprechen, die Bilder appellieren. Und da muss man vielleicht auch wissen, eben, dass die Bilder im Rahmen einer Kampagne entstanden sind. Also es ging wirklich darum, auch Gelder zu vermitteln, Hilfe zu vermitteln an die notleidende Bevölkerung in Osteuropa. Mit diesen Bildern wollte Roman Michniak aufrütteln. Es sind eigentlich zwei Dinge, die besonders faszinieren. Einerseits eben das Wissen, dass das, was Wischniak festgehalten hat, kurze Zeit später ausgelöscht wurde, kann man wirklich so sagen. Und andererseits sind es natürlich die Schicksale dieser Menschen. Es steckt viel Empathie, viel Einfühlung in den Bildern, aber eben auch viel Poesie. Also es ist so wie eine untergehende Welt, so hieß auch der Titel seines Buches Vanishing World, das er dann viel später herausgebracht hat. Und das Interessante an diesen Bildern ist, dass er häufig mit versteckter Kamera arbeitete, weil die jüdische Bevölkerung selbst sehr skeptisch war. Wischniak war mit seinen Fotografien genau im Zentrum dieses Interesses. Also wie kann man mit Fotografien etwas bewirken, etwas auslösen? Deshalb hat die Fotostiftung, der damalige Leiter Walter Binder, schon früh Bilder gezeigt von Roman Wischniak in der Schweiz und hat dann 1982 eine große Ausstellung organisiert, damals im Kunsthaus Zürich. Die ging in viele europäische Städte. Diese Bilder waren am Ende der Ausstellung zunächst mal in der Stiftung als Leihgabe und Roman Wischniak hat sie später geschenkt, aus Dankbarkeit für diese Zusammenarbeit. Also diese enge persönliche Verbindung zwischen Walter Binder und Roman Wischniak war wahrscheinlich dafür verantwortlich. Die Ausstellung ist auf Initiative von Katri Buri entstanden. Die Coleman zeigt eine Auswahl von Bildern aus der Zeit 1935 bis 1938. Das ist auch die Zeit, in der die wichtigsten Bilder von Roman Wischniak entstanden sind. Er wollte verstehen, er wollte die Welt verstehen und er hat nicht akzeptiert, dass jetzt diese ganze jüdische Welt einfach untergehen soll. Das spürt man diesen Bildern sehr stark an und das berührt natürlich.